Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie Sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie Sie das machen. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Er fängt diesen Pass ab. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das macht er ganz energisch. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut durchgesetzt. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Hier jetzt nochmal die Wiederholung des Führungstreffers. Die kurze Variante. Und nochmal Eckball. Kurz gespielt. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben.
Schwache Aktion, Ballverlust. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, er lauert auf den entscheidenden Pass. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Aber er muss aufpassen. Ganz alleine. Sein Timing ist schon klasse. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Da wäre Platz auf außen. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und dann verlieren sie doch den Ball. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Schönes Dribbling hier. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Gut den Körper eingesetzt. So, weg ist der Ball. Da bekommt er Unterstützung. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Oh, kein Tor bei diesem Konter. Aber was ist das denn für ein Spielzug? Mit ganz viel Tempo kommen sie angerauscht. Super Aktion. Er versucht's mit dem Heber. Ball ist drin, aber über diesen Torwartfehler, da müssen wir noch reden. Klar, das wird Kritik geben. Einen Moment bist du unkonzentriert und dann fängst du dir so ein Ding. Ja, das darf man nicht machen in der Situation. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ein klarer Torwartfehler. Ja, völlig ungewohnt. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sie haben den Ball. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie.
Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Er zieht ab. Macht das ganz sicher. Sie suchen die Lücke. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ah, Ballverlust. Nicht ungefährlich. Da sind sie da, guter Block. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh, da muss doch einer sein. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Sie wechseln also aus. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Das muss es was sein. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt ins Zentrum. Gefährlicher Ball, aber das macht er sicher. Taucht runter mit vollem Einsatz. Verhindert er da das Gegentor. In den Strafraum. Noch ein Tor. Drei Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, da ist Platz jetzt. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Er schießt. Gute Aktion vom Torhüter. Gleich wird hier ausgewechselt.
Kurze Ecke. Eckball. Ecke kommt. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt kommt die Flanke. Da trennt er ihn vom Ball. Da sind Mitspieler frei. Sie können es machen. Der Volley. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Die Flanke ist schon ein Highlight, aber dann der Abschluss. Ein wunderbares Tor, das sieht man nicht allzu häufig. Tor des Monats. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Und da holt er sich den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter, aber das war dann doch nichts. Gefährlich jetzt. Da haben sie die Chance. Gehalten, aber weiter aufpassen. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Er pfeift ab und jetzt? Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Die Chance für den Konter. Was macht er draus? Und so wird Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Das ist bitter. Schauen Sie sich dieses Ergebnis an. Was für eine Niederlage. Das müssen Sie jetzt erstmal verdauen und das wird nicht leicht. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.